So und so. Und diese hier. Und dann müssen wir da nochmal... Ja gut, das muss ich dann von... Irgendwie von unten machen. Was haben wir jetzt da? Ah, der ist ja zu viel hier. Wie kriege ich da jetzt was hin? Nee, der soll dahin. Und diese drei sollen dahin. Okay. Nein, bleib doch oben. Hier, da, hoch, genau so. Hm, okay, passt. Und dann setzen wir den nächsten gleich dahin, so ein bisschen an den Rand eventuell. Das da, glaube ich, macht sich gut hier. Ja, genau, so. Ich könnte es mal anders ausprobieren, dass ich nämlich erst hier unten den Kranz mache. Ja, okay, da außen muss ich gleich was machen. Dann setze ich mal das da in die Ecken und ja, so hier drüber. Den Rest kann ich sowieso von unten machen. Da und dann da, da und da zumachen. Jetzt muss ich schauen, ob das schon alles war. Hier, da fehlt noch was. Ja, damit ist der fertig. Okay. Schön. Okay, gut. Ja, die Idee gefällt mir. Dann machen wir dann noch da einen hin. Ja, genau. So, das sind diese Dreierkränze hier dann in der Mitte. So langsam stellt sich da eine Routine ein. Dann da noch einer drauf. Da noch einer drauf. Und da an den vier Seiten noch. Gut, nächster Baum hier hin. Den versetzen wir mal ein bisschen in... Na, den versetzen wir da hin. Hier machen wir den so hin. Ja, genau. Da in die Ecken gleich reinsetzen. Da oben drauf und dann noch am... Da am Rand hier noch. So, genau. Ja, dann... Ah, da sind wir schon fast vorne. Gut, dann setzen wir da noch einen hin. Der kommt dann dahin. Ja, der deckt das hier alles ab dann. Und dann hier... Oh, Moment mal, diese... Diese drei. Diese drei. Und da. So, hier da in die Ecken. Wie viel Nadeln? Oh ja, wir haben nicht mehr so viele Nadeln. Wir müssen also zusehen, dass wir Nadeln kriegen. Okay. Ha, schön. Ja, gut. Okay, wir können dann hier wohl noch was machen. Ja, machen wir erstmal den hier. So. Das geht noch nicht. Das müssen wir dann gleich machen. Und so. Einmal oben drauf. Machen wir das mal von der Seite hier fertig erstmal. So, und dann kann ich aber hier schon da und da. Und dann müsste es jetzt hier... Doch, von hier aus kann ich das machen. So und so. Aber der in der Mitte... Doch, den kann ich von oben setzen. Moment mal. Ich muss jetzt hier hoch. Nicht, dass da ein Loch dann drin ist. Das soll nicht sein. Ja, genau hier, ne? Ah ja, hier, da kann ich den dran machen. So, okay. Wir haben noch, ja, wir haben noch ein bisschen was. Dann setzen wir doch hier gleich mal den nächsten Baum hin. Dahin, da drauf, dahin. Aber mit den Nadeln werden wir nicht auskommen. Das wird nicht genügen. Dann soll da einer in die Ecke hin, genau so. Jetzt komme ich da gar nicht hoch. Na, okay, dann muss ich doch da hoch. So, da einer in die Ecke. Okay, das passt. Da einer in die Ecke. Da dran. Und dann schließe ich erstmal das hier. Na, dann noch einer hier. Da, genau. Und dann das da. Oh, da ist noch was
eine größere Lücke. Ja gut, das ist dann eben so, ne? Ich kann nicht alles zugleistern mit den Bäumen. Das war ja auch gar nicht so gedacht, aber eben so, ne, dass es so den Anschein hat, als wäre da, als stünde da ein Wald. Und hier, der Wald hier ist ja auch lückenhaft, aber da sind zwischendurch auch mal ein paar größere Bäume drin. Komm, wir machen da mal einen größeren dann hin. Aber wir haben nur noch 5 Nadeln. Wir brauchen erst... Habe ich denn... Nein, ich habe keine Erde mit. Wie kriegen wir da jetzt Nadeln? Am besten... Ja, am besten von einzelnen Bäumen. Von Bäumen mit einem 1er-Durchmesser. Aber da kommen wir ja gar nicht zum anderen Raum. Ja, gut. Also das... Ich glaube... Na, oder? Ja, das werden wir sehen. Wir machen erst hier weiter. Bis alles fertig ist. Wo gehen wir jetzt hin? Haben wir denn auf der Landkarte irgendwas? Machen wir das weg hier. So, genau. Ja, doch, wir können hier da an den Dings laufen, da. Aber erstmal ins Bett gehen. So. Das machen wir dann... Nee, nicht so. Machen wir dann morgen. Haben wir noch... Oh, wir haben auch gar kein Holz mehr. Ja, siehst du, wir brauchen also... Wir haben 2 Gründe... Fichtenbäume zu pflanzen. Und ich brauche noch Scheren. Ich habe zwar jetzt eine mit, ja gut, aber die hält nicht mehr lange vor. Das Efeu brauchen wir auch nicht mehr. Oder die Ranken, wie sie ja heißen hier, können auch weg. Der ganze Ton kann auch weg, brauchen wir auch nicht mehr. So, Inventar leer gemacht. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach ins Lager. Das können wir noch... Ah, nee, es ist ja schon... Was? Moment mal, es ist ja schon wieder Tag. War ich jetzt im Bett? Nee. Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Warum ist jetzt Tag? Da links oben ist doch so ein Tagsymbol, also dieses Sonnensymbol. Habe ich mich jetzt vertan? Ja, also hier ist auf jeden Fall Tag. Komisch. Keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt auf jeden Fall haben wir Tag und wir gehen jetzt mal ein bisschen da abseits von hier. Kann ich gar nicht mehr zumachen hier. Das hier kommt auch weg. Nö, ich wollte das hier wegmachen. Da kommen wieder... Jetzt habe ich keine... Doch, ich habe noch eine Ranke, habe ich hier. Die soll mal dahin. Auch die kann ich ja auch wegmachen hier, so. Und dann da oben. Da oben hinsetzen. So, ich wollte in diese Richtung laufen, dass wir da zum Waldrand kommen. Wo etwas freie Fläche ist. Da vorne ist doch was, auf der Insel da. Genau, wir brauchen ja ein bisschen Erde. So, und da können wir jetzt ein paar Fichten setzen. So, zack. Setzen wir mal eine Fichte hier hin, eine dahin. Ich will aber nicht, dass hier der Farn kaputt geht. Nö, das sollte gehen. Oh, ich könnte ja schlau sein und einfach mal hier eine Erde wegmachen. Was ist denn das da? Ach so, die Ecken vom Sand. Okay. So, und hier noch was hinsetzen. So, und jetzt heißt es Bäume wachsen. Da vorne kann aber eigentlich auch noch was hin. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oh ja, dass sie nicht alle zur gleichen Zeit wachsen. Oh, was wir hier Nadeln kriegen. Oh, sehr schön. So, kriegen wir wahrscheinlich nicht alle weg hier von dem Baum, aber das macht nichts. Na, okay. Dann fällen wir den auch gleich. So, dann ist uns der nicht mehr im Weg. Aber ich glaube, das reicht auch schon, oder? Wir haben noch so viele Nadeln jetzt. Ja, so ein paar auf Vorrat sammeln. Ist ja auch nicht verkehrt. So, so. Okay. Das ist weg. Und die Schere hält noch. Ah, nee, falsches Instrument. Hier, so. So, wo die hier kommen, weiß ich nicht, aber sie sind da, sie werden geerntet.
So, genau. So, das dauert heute doch länger als gedacht. Ja, ist auch gut. Ja, jetzt haben wir da noch drei. Wie viele Nadeln haben wir? Ja, komm, da können wir schon noch was machen. An dem einen Baum waren eben gleich so viele dran. So, das da. Ha, geht alles weg, wenn man nur nah genug dran steht. Okay, ja, dann sollen die zwei noch wachsen. Und dann müssen wir da nachher noch das Sandfeld wieder hinsetzen. So, da sind die gewachsen. Ah, nee, Moment mal, ich habe ja schon... Ah, guck mal hier, ich habe ja schon zwei Scheren kaputt gemacht. So, da rein. Ja, so eine rote Schere oder so wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber naja, egal. Ich meine, Rohstoffe, in dem Fall Eisen, habe ich ja tatsächlich mehr als genug. Also an Rohstoffmangel ist es nicht, aber na, ich muss mir dann eben nicht immer eine neue Schere bauen. Das wäre dann der Vorteil. Aber wann brauche ich die schon? Na, also so häufig ja auch wieder nicht. So, das hier noch, aber ich glaube... Ah ne, doch, wir haben noch eine. So, die haben wir schon angefangen. Nutzen wir die noch ein bisschen ab. So, dann kann ich die mit der alten hier zusammenlegen. So, haben wir das auch erledigt? Ja, der Rest ist mir jetzt egal. So. Den Stamm fällen und dann machen wir hier doch die Erde wieder weg. So, den Sand hin und die Erde haben wir geklaut irgendwo von hier oder von da oder so, keine Ahnung. Irgendwo setzen wir sie wieder hin. Hier hin. Okay, und damit verlassen wir die kleine Insel. Da ist er. Ui, da geht's ja nach unten. Aber nicht weit. Oder vielleicht auch doch. Ich weiß nicht. Ich will es jetzt aber nicht anschauen. Wir haben ja noch was anderes zu tun. So, Anne, ich muss ja nach... Ja, ich muss nach oben. Aber, das machen wir dort. Ja, doch, das passt so. Ja, genau. Also ich wollte hier einmal einen großen Baum hinsetzen. Den könnten wir aber auch hier an den Rand oder da so über die Ecke hier irgendwie so. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder diese Nadeln und diese Stämme da. Der sieht aber auch ein bisschen mitgenommen aus hier. Dann machen wir auf jeden Fall mal hier in die Ecke. Ne, hier, das ist sinnvoller. Einen kleinen hin. Und den großen dann... Moment mal, ich muss mal eben schauen. Wir haben ja schon fast alles, oder? Ja genau, wir haben nur noch das hier. Hm, okay. So, dann hier... Oben drauf und dann kann ich das von der Seite dann von unten machen. So, das hier. So und so. Und auch hier noch. Da, da und einer in der Mitte dazwischen. So. Jetzt muss ich wieder hochkommen irgendwo. Hier, da geht's. Okay. Ich trinke erstmal was. Oh ja, das ist so gut. Dann bauen wir hier den nächsten hin. Na, so, genau, oben drauf. Der stößt jetzt ganz an den dran, aber das ist auch okay. So, dahin, da dran. So, und von unten noch.
Damit hätten wir den. Und jetzt will ich aber hier mal einen großen hinmachen. Den setzen wir jetzt am besten... Puh, wo setzen wir den hin? Moment, ich muss mal ein bisschen weggehen hier. Der wird ja so groß, den kann man hier schon da so ein bisschen an den Rand. So, ich würde sagen, dahin. Und jetzt mal schauen, wie das wird. So, ich will ihn nämlich nicht höher machen. Ja, wir machen einfach mal hier weiter, diese drei hier. Nee, irgendwie so. Ach nee, die müssen dahin. Das sind auf jeden Fall so jetzt mal die inneren hier. So, und der hin. Ja, ist egal, einer zu viel. Okay, das war das da. Und dann... Ja, irgendwie außen noch so ein... Ja, einfach sowas hin. Da war ja noch was, genau hier. Und dann hier noch dran. Irgendwie so. Wie sieht das von oben aus? Ja gut, das ist alles rot jetzt. Und es wird schon wieder Nacht.